verschlafe wirklich nie. Dafür habe ich sehr gut geschlafen. Heute geht es für mich in die Bib. Ich habe ein Paket bekommen. Dann sortiere ich das alles hier in diesen Ordner. Und um 18 Uhr habe ich schon wieder Vorlesung. Hey und willkommen zu einem neuen Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ein etwas stressiger Morgen, denn ich habe mir keinen Wecker gestern gestellt und bin dann eingeschlafen und bin vor vielleicht einer Viertelstunde aufgewacht. Dafür habe ich sehr gut geschlafen. Aber ich habe jetzt in einer Viertelstunde AG und ich muss noch hinlaufen. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Ich schaue mal, ob ich mir noch gleich fix was beim Bäcker holen kann. Ich habe nämlich Hunger. Ich verschlafe wirklich nie. Ich wache immer um 6 Uhr auf. Aber heute ist es richtig düster draußen, also sehr, sehr grau. Und ich denke mal, dass ich darum einfach nicht wach geworden bin, weil mir das Licht gefehlt hat. Vielleicht hört man es auch noch ein bisschen. Ich bin noch leicht erkältet. Also ich war am Wochenende und letzte Woche so ein bisschen erkältet, aber mir geht es wieder gut auf jeden Fall. Ist nur, dass meine Stimme noch ein bisschen belegt ist. Ich noch eine Wolldecke. Schön. Es geht heute übrigens auch in die Bib für mich. Also ich treffe mich da nachher mit Freunden, beziehungsweise die wissen gar nicht, dass ich komme, aber ich werde einfach da auftauchen. Ich muss auch noch mein iPad einpacken, aber dann habe ich auch eigentlich alles für heute. Mütze, weil es ist kalt. Wie gesagt, heute geht es für mich in die Bib. Das heißt, ich melde mich wahrscheinlich erst heute Nachmittag wieder. Ich denke auch nicht, dass ich mitfilmen kann in der Bib, weil es wirklich aktuell sehr, sehr voll da immer ist. Aber gut, also ist ja gut, dass so viele in die Bib gehen. Ich muss mal kurz kommentieren, was hier passiert, weil sonst versteht man das, glaube ich, nicht. Ist so ein bisschen zusammenhangslos. Ich bin auf jeden Fall hier in die Bib gelaufen, das war kurz nach meiner AG. Dann bin ich mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock gefahren, habe dann festgestellt, dass das Buch, was ich brauche, gar nicht da steht. Das heißt, ich musste wieder ein Stockwerk nach unten laufen, um es dann zu holen. Und dann musste ich wieder hochlaufen. Das hier war in der Mittagspause, da sind wir erst in die Mensa gelaufen. Und danach haben wir uns, oder beziehungsweise ich habe mir noch ein Cappuccino oder ich weiß nicht mehr, vielleicht auch ein Latte Macchiato geholt. Dann musste ich aber auch schon recht schnell wieder gehen, weil mein iPad-Akku einfach leer war und ich habe mein Ladekabel vergessen, was mir sonst nie passiert. Aber dafür hatte ich einen super schönen Heimweg, denn der Himmel war so traumhaft schön. Und ja, hier bin ich nach Hause gelaufen. Ich bin wieder zu Hause. Wie man vielleicht sehen kann, ich bin so ein bisschen rot. Es ist nämlich schon sehr kalt draußen, aber richtig schön. Also die Sonne scheint richtig, richtig schön. Es war gerade so schön, nach Hause zu laufen. Ich liebe spazieren gehen. Ich dachte, bevor ich jetzt mich ausziehe, mache ich schnell ein Outfit of the Day, weil immer Fragen dazu kommen. Und ich versuche da immer dran zu denken, das zu filmen, wenn ich dran denke. Es kommen halt schon häufiger Fragen, woher ich einzelne Sachen habe. Und ich dachte, ich filme das mal kurz ab, bevor ich das vergesse und ich wieder Fragen in den Kommentaren bekomme. Also ganz kurz, meine Mütze, die habe ich neu gekauft. Die hatte ich tatsächlich letztes Wochenende gekauft, weil ich mit Luisa in der Stadt war und es war super kalt und darum, ich hatte keine Mütze dabei, da habe ich die gekauft. Vor allem war die super günstig und ich mag die Farbe sehr, sehr gerne. Meine Jacke, nach der werde ich auch so häufig gefragt, man sieht es jetzt gar nicht. Die ist super, super lang, also die geht mir fast bis zu den Füßen und ich bin 1,80 groß. Die war von Zara aus der letzten Winterkollektion. Der Pullover, das ist einfach so ein ganz schlicht weißer. Also ich habe einmal den an und darunter noch so einen weißen Body. Der weiße Body ist auch von Zara, also das ist einfach wirklich ein ganz schlichter. Und der Pullover war von Gina Tricot. Ich habe dann auch wieder so eine beige-graue Anzugshose an. Die ist von H&M. Daher sind eigentlich die meisten meiner Anzugshosen. Und Adidas Stan Smith. Ich bin ein bisschen früher aus der Bib nach Hause gekommen, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Ich war trotzdem produktiv und habe alles geschafft, was ich heute erstmal schaffen wollte. Ich werde gleich aber trotzdem noch ein bisschen weiter hier zu Hause lernen. Aber mein iPad war einfach leer. Heute Morgen war das noch voll geladen. Und ja gut, ich habe es dann halt um 8.30 Uhr angeschmissen für meine AG und jetzt ist es 15 Uhr und mein iPad-Akku ist einfach leer. Ich habe jetzt noch so 2% oder so. Aber ich habe ein Paket bekommen. Und zwar von Skincerely Yours. Ich arbeite ja jetzt mittlerweile schon echt sehr, sehr lange mit denen zusammen. Ich habe auch immer noch einen Rabattcode. Ich habe einmal die milde Reinigung nachbestellt und die Tagescreme, weil die beiden Produkte benutze ich eigentlich am meisten und die sind jetzt mittlerweile leer. Darum habe ich die nochmal nachbestellt und
Ich liebe die einfach. Also ich freue mich schon richtig, dass ich jetzt wieder Nachschub habe. Vor allem sieht man den Unterschied zwischen den beiden. Das habe ich schon so lange benutzt. Das ist so richtig abgegrabbelt hier schon. Jetzt ist es wieder alles fresh und clean. Da lagere ich die ganzen Sachen, also die meisten Sachen. Das hier ist, wie gesagt, mittlerweile fast leer. Und das ist das Neue. Und die Sachen sind jetzt alle neu. Ich lasse die erstmal hier, bis die anderen wirklich komplett aufgebraucht sind. Aber so lange dürfte das eigentlich nicht mehr dauern. Ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht und bin gerade dabei, erstmal meine Sachen auszudrucken. Das ist nämlich das, was ich heute in der BIP mir so ein bisschen erarbeitet habe. Also ich habe heute Verwaltungsrecht gemacht, weil ich heute Morgen auch Verwaltungsrecht AG hatte. Und dann habe ich das einfach direkt danach dann nachbereitet. Das sind auf jeden Fall hier meine Mitschriften, die ich gemacht habe, zu meinem Prüfungsschema. Und genau. So Sachen. Dann jetzt mal ganz kurz zu meiner Ordnung hier. Ich versuche das immer so schnell es geht irgendwie abzuheften und mir alles zu organisieren, damit ich einfach nicht so einen Berg anhäufe. Und ja, dann sortiere ich das alles hier in diesen Ordner ein. Also ich habe für jedes Rechtsgebiet so einen dünnen Ordner, wo dann halt draufsteht, wofür das ist. Das ist jetzt der Verwaltungsrechtordner. Und dann kriegen wir halt einmal Mitschriften oder so Übersichten von der Uni direkt oder von den AG-Leitern. Das ist jetzt zum Beispiel von meiner AG. Ich habe zum Beispiel auch richtig cool von meinem Professor da ein Skript bekommen. Das hefte ich da aber nicht ein. Das ist so ein gebundenes. Aber zum Beispiel so Sachen bekommt man oder halt von den AGs jetzt Unterlagen. Die hefte ich dann da ein und halt meine Mitschriften. Also das hier ist jetzt die Abgrenzung von öffentlichem und Privatrecht. Okay, ich habe es jetzt zumindest alles hier mal einsortiert. Und ich muss echt sagen, also es ist Wahnsinn, wie schnell sich so ein Ordner hier füllt. Ich habe gerade Red Bull geholt. Mein ganzer Kühlschrank besteht nur noch aus Red Bull. Und ich dachte, ich teste das jetzt mal. Ich versuche immer so ein paar neue Sorten auszuprobieren. Und das hier ist jetzt mit Wassermelone, das kenne ich noch nicht. Boah, ist das süß. Aber es schmeckt 1:1 wie diese Haribo Wassermelonen-Gummibärchen. Boah, das ist krass süß. Ich kann sowieso nicht. Also ich trinke nie das gesamte Red Bull. Ich trinke immer nur so die Hälfte. Weil ich auch ein bisschen Schiss habe, weil da so viel Koffein drin ist. Und so viel soll man ja am Tag nicht zu sich nehmen. Darum trinke ich immer so ungefähr die Hälfte und stelle das über Nacht einfach in den Kühlschrank und trinke dann am nächsten Tag die andere Hälfte. Ich bin gerade noch dabei, hier so Karteikarten zu schreiben mit den Unterlagen aus der AG. Ich bin fertig, zumindest fast, aber ich werde jetzt eine Pause machen, also ich gehe jetzt nochmal in die Uni. Ich habe nämlich jetzt nochmal eine Vorlesung von 18 bis 20 Uhr, das ist aber nur eine freiwillige Vorlesung, die ich aber ganz gerne mitnehmen wollte. Und zwar heißt die Vorlesung Psychiatrie für Juristen, was ich persönlich mega interessant finde. Also wir lernen da zum Beispiel was über psychische Krankheitsbilder, aber ja, reden halt auch so über den Alltag in so einer Psychiatrie, wie zum Beispiel die Aufnahmegespräche da stattfinden und so weiter. Es ist auf jeden Fall super interessant und das macht halt der Chefarzt von einer Klinik, die hier in der Nähe ist. Und ich finde es mega cool, weil der eigentlich kein Professor ist, aber sich ja trotzdem dienstagabends die Zeit nimmt. Das ist halt mega lieb. Ich bin wieder zurück zu Hause, wie man vielleicht sieht. Ich bin noch so ein bisschen rot im Gesicht. Also es ist nämlich so kalt draußen gewesen. Also ich hatte ja zum Glück eine warme Jacke und eine Mütze auf. Aber es war trotzdem sehr, sehr kalt an den Wangen. Was jetzt noch passiert? Nicht so viel, würde ich sagen. Ich wollte noch ein bisschen hier was erledigen und ich muss vor allem, man sieht hier noch so gar nicht, mein Bett freiräumen. Also ich habe
einfach nur den Pulli ausgezogen und dahin geschmissen. Mein iPad liegt noch da rum, meine Mütze, meine Tasche ist noch nicht ausgeräumt. Das muss ich jetzt alles machen. Dann werde ich auf jeden Fall aufräumen, dass ich morgen einen ganz entspannten Start in den Tag habe. Ich habe mir gerade noch eine Grapefruit aufgeschnitten. Ich weiß nicht, aber ich esse richtig gerne Zitrusfrüchte zur Winterzeit und wenn ich krank bin. Es ist soweit. Ich bin fertig mit Lernen für heute. Ziemlich genau 22 Uhr und ich kann nicht mehr. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte. Aber ich werde jetzt hier mal meinen Schreibtisch leerräumen. Es ist nämlich schon wieder ein riesiges Chaos und so kann ich morgen mich nicht direkt dran setzen. Das finde ich blöd. Guten Morgen, es ist Donnerstagmorgen. Ich habe mich gerade fertig gemacht, also ich habe erst ausgeschlafen und mich dann fertig gemacht. Es ist jetzt kurz nach 8 und ich werde jetzt mal Frühstück zubereiten. Also ich habe halt nur die Heizung im Schlafzimmer an, weil ich mich da immer aufhalte und da halt sitze, wenn ich lerne. Die anderen Räume sind halt nicht beheizt. Aber jetzt ist gerade richtig kalt hier. Cool. Der Orangensaft ist gepresst. Schmeckt auch richtig gut. Da ist jetzt halt auch Fruchtfleisch drin, weil ich den ja selber gepresst habe. Und im Laden kaufe ich immer den ohne Fruchtfleisch, aber jetzt stört mich das nicht. Mein Tagesplan hat sich gerade ein bisschen geändert, nur minimal, also nichts Großes. Aber ich werde jetzt für die Vorlesung zu Hause bleiben. Also ich gucke die von hier aus und gehe dann danach in die Bib. Denn alle meine Freunde kommen nicht zur Vorlesung. Und ich meine, ich könnte alleine gehen. Ich gehe auch manchmal allein zur Vorlesung, aber eher selten. Also es ist schon schöner, wenn noch wer da ist, den man kennt. Werde ich die jetzt von zu Hause aus gucken. Ich habe gerade noch ein Video von mir zu Ende geschnitten. Das lädt jetzt gerade hoch. Ich weiß nicht, ich habe so viel Videomaterial noch gehabt, weil ich so viel gefilmt hatte, aber dann ist so viel passiert. Und ich hatte einfach dann nicht Nerv und Zeit, die Videos zu schneiden, weil das halt einfach, das ist kein Geheimnis, das ist sehr viel Arbeit. Und genau, dann hatte ich irgendwie voll viel so aufgeschoben. Jetzt habe ich irgendwie noch 3 unfertige Videos, dieses mit eingeschlossen. Also das, was ich jetzt gerade hochlade, dann habe ich noch einen anderen Vlog, den ich aber auch noch nicht geschnitten habe. Und dann habe ich noch dieses Video hier. Auf jeden Fall lädt das gerade hoch. Das ist auch ziemlich gut, weil dann kann ich jetzt die Vorlesung von hier aus gucken und nebenbei lädt das Video hoch. Dann kann ich das vielleicht heute Nachmittag sogar schon online stellen. Es ist jetzt auch schon 21:45. Also, Gott, schon 21:45, was rede ich? Wake up. Today's gonna be a good day. 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 So, die Vorlesung ist vorbei. Ich habe jetzt noch meine restlichen Sachen zusammengesucht. Ich nehme noch eine Menge Karteikarten mit in die Bib, weil ich unbedingt Karteikarten schreiben muss. Ladekabel habe ich noch eingepackt, das hatte ich gestern ja vergessen und ich will nicht, dass das nochmal passiert und noch was zu trinken. So, ich habe mich gerade nochmal umgezogen. Gefühlt ziehe ich mich 3-mal am Tag um, aber gut. Ich wollte jetzt einfach nicht so eine Kapuze dran haben, ich weiß nicht, aber wenn ich draußen bin, stört mich das manchmal. Darum habe ich jetzt einfach so einen normalen Pulli angezogen. Und wieder die beige Hose von gestern. Ich würde sagen, ich melde mich nachher. Mal gucken, ob ich heute wieder ein bisschen was filmen kann. Gestern konnte ich halt in der Bib überhaupt nicht filmen, weil da sind dann die ganze Zeit Leute und ich will auch ehrlich gesagt niemanden nerven. Ich will auch nicht, dass irgendwer denkt, so, was macht die da vorne? Bin ich da mit drauf oder so? Weil so nicht jeder möchte sich im Internet präsentieren. Das ist vollkommen okay und das respektiere ich. Aber es ist halt schwierig dann, irgendwas mitzufilmen. Und das möchten wir nicht, weil wir möchten die Privatsphäre der Leute respektieren.
bin wieder zurück zu Hause, wie man sehen kann, aber auch nur für einen kurzen Moment. Also es ist gerade 17:30 und um 18 Uhr habe ich schon wieder Vorlesungen, beziehungsweise habe ich eine AG in Strafrecht. Bedeutet, ich bin jetzt nur einmal ganz kurz nach Hause gekommen. Ich war gerade kurz duschen, darum habe ich auch schon wieder ein neues Outfit an. Ich habe mich danach einfach umgezogen. Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie einfach eklig gefühlt. Ich wollte einfach duschen. Naja, aber mein VIP-Day war auf jeden Fall sehr, sehr produktiv, muss ich sagen. Also wenn du vielleicht so ein bisschen unsicher bist, ob du nicht vielleicht auch mal in die VIP gehen möchtest, dann probier das auf jeden Fall mal aus. Ich dachte auch am Anfang, dass es zu Hause viel schöner ist, weil dann kann man da mit dem Kaffee sitzen und ganz entspannt lernen mit einer Decke oder so. Aber ich muss tatsächlich sagen, das ist wahrscheinlich auch dem Umstand geschuldet, dass mein Schreibtisch direkt neben meinem Bett steht, dass ich einfach hier nicht so produktiv bin. Also ich bin dann schneller so, dass ich mir mal eine Pause gönne und mich ins Bett lege und irgendwie erstmal eine halbe Stunde auf TikTok scrolle. Und das passiert mir dann wirklich nicht. Also da bin ich viel produktiver, weil nicht so viele Sachen, die einen ablenken. Mich motiviert es auch total, wenn ich andere Leute sehe, die arbeiten, und wenn ich so das Gefühl habe, oh, ich könnte jetzt mal eine Pause machen und auf Instagram gehen oder so, dann sehe ich, dass die anderen alle lernen. Da denke ich mir so, ja komm, wenn die noch lernen, dann ziehst du jetzt auch durch. Bin dann so gegen 4:30 ungefähr gegangen und bin noch kurz bei Rossmann vorbeigeschlendert. Die haben gerade richtig gute Rabatte wegen Black Friday. Darum habe ich noch ein paar Besorgungen erledigt, also einfach ein paar Sachen, die ich brauchte, jetzt nichts Spannendes. Und ja, dann bin ich nach Hause gekommen, war gerade schnell duschen und gehe dann gleich schon wieder in die AG. Und auf dem Weg muss ich mir noch was zu essen holen, denn ich habe noch kein Abendbrot gegessen. Zurück zu Hause. Ich bin wieder in meiner Wohnung und jetzt geht's an die Nachtschicht. Ach, ich sehe auch schon wieder aus. Es ist draußen mal wieder sehr, sehr kalt. Ich war gerade eben noch mit zwei Freundinnen bei Rewe und wir haben so ein bisschen Snacks geholt, weil wir alle jetzt noch eine Nachtschicht einlegen müssen. Und wir haben Eis gekauft, was vielleicht ein bisschen komisch ist in dieser Jahreszeit. Und so sieht jetzt gerade aus, ein bisschen überbelichtet. So sieht jetzt gerade hier meine Snackabteilung aus. Das Red Bull, da ist immer noch ein bisschen was drin. Ich habe es eben nicht ausgetrunken. Hier habe ich gerade noch gekauft. Das habe ich in der Vorlesung oder in der AG nicht ausgetrunken, weil das ist mit Sprudel und ich kriege von Kohlensäure immer Bauchschmerzen. Also ich trinke eigentlich immer nur stilles Wasser. Kohlensäure ist so ein bisschen kritisch. Was soll ich sagen? Ich bin durch für heute. Also sowohl zeittechnisch als auch mental. Es ist jetzt fast 23 Uhr. Der Zug von meinem Freund hat Verspätung. Das ist ja nichts Neues. Aber genau, ich werde gleich trotzdem dann so langsam mal losfahren. Oh, ich kann nicht mehr. Also wirklich. Also es ist einfach. Ich wollte den Vlog an dieser Stelle auch nur beenden. Wie gesagt, ich fahre jetzt meinen Freund abholen und dann ist ja das Wochenende hier. Das heißt, ich möchte die Zeit auch ein bisschen genießen und dann nicht die ganze Zeit die Kamera auspacken. Von daher verabschiede ich mich an dieser Stelle. Danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dafür den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bye!